Gestern war es soweit und Nvidia hat die neuen GeForce-Karten angekündigt. Ja, Jensen Huang, der Chef himself, Mr. Lederjacke, hat im Kölner Palladium einen vom Tisch gelassen, sozusagen. Ich nutze meine Mittagspause, um ein wenig über die neuen angekündigten GeForce RTX 2000er Grafikkarten zu quatschen, weil ich einfach so ein paar Gedanken habe, die ich gerne mit euch teilen möchte. Ich mache sowas ja nicht häufig, aber das kreist jetzt so in meinem Kopf. Das muss jetzt einfach raus und außerdem ist es ja hier sowieso mit hardware-spezifischen Content, exklusiv als videoproduzierten Content, sehr knapp geworden und ich dachte mir, da tue ich mal euch wieder einen Gefallen, den lieben Ravioli-Followern, die uns hier auf YouTube so tatkräftig verfolgen. Also, ja, GeForce RTX 2000. Mein Sitz ist irgendwie Käse eingestellt. Meine Frau saß hier, die liegt immer halb im Auto. Das stört mich gerade so ein bisschen. Sind neue Grafikkarten, komplett neu grunddesignte Grafikkarten mit dem sogenannten Turing-Chip. Ja, bisher war ja Codename angesagt für GeForce GTX 1080 und so, war Pascal. Jetzt der neue Chip nennt sich Turing und der ist seit 10 Jahren wohl in der Entwicklung gewesen und der nimmt sich halt das ursprünglichste Thema überhaupt in Sachen Rendering zum, ja, vor die Brust wird es geschnallt, das sogenannte Raytracing. Es gibt es schon seit den 70ern. Damals hat so eine Höllenmaschine für 60 Pixel eine Sekunde gebraucht. Heute muss natürlich alles mit 60 FPS selber laufen. Und ich will auch gar nicht großartig die Technik irgendwie runterbrechen. Nur kurz erläutert. Raytracing im Prinzip ist die ja präziseste Darstellung unserer Wirklichkeit, wie es sie gibt. Also da wird halt im Prinzip, werden Lichtstrahlen simuliert, wenn man so will. Also wirklich so, wie das halt ist. Du machst eine Lampe im Raum an und trotzdem leuchtet in der dunkelsten Ecke ein bisschen Licht, weil das Licht halt überall reflektiert wird und abprallt. Und das wirklich akkurat zu simulieren, das machen halt CGI-Produktionen größtenteils, aber da werden natürlich nicht 60 FPS erreicht, sondern das wird auf riesigen Serverfarmen dann Bild für Bild berechnet. Und das natürlich in Realtime, also in Echtzeit, in ein Computerspiel zu bringen, ist natürlich immer mit Kompromissen verbunden. Das heißt, natürlich ist das auf ein gewisses Niveau begrenzt. Aber was bedeutet das denn? Das bedeutet zum Beispiel, dass man jetzt endlich wieder mit akkuraten Spiegelungen rechnen kann, beziehungsweise wirklich akkuraten Spiegelungen. Früher wurde ja gerne mal hier ein Spiegel eingebaut, so in Duke Nukem 3D zum Beispiel, das darf man mittlerweile erwähnen, oder? Oder in Unreal in dem ersten, da gab es dann Räume, wo der Boden sich gespiegelt hat und so ein Kram. Im Endeffekt wurde aber genau die gleiche Szenerie nochmal komplett berechnet. Und hier ist es dann jetzt zum Beispiel der Fall, die haben es gezeigt in Battlefield 5, dass auf einem Auto im Lack sich wirklich alles 1:1 spiegelt. Und in der Theorie kann in dem Nachbarauto sich dieses Auto nochmal spiegeln und auch die Spiegelungen von dem Auto sind dann auch gespiegelt da in dem Auto und so. Also das ist eine optisch sehr, sehr schöne Sache. In Shadow of the Tomb Raider, was jetzt bald rauskommt, wird das dort für auch für den Lichtwurf und die Schattenberechnung dann verwendet. Dass das wirklich weiche Schattendarstellungen sind und diese auch ineinander verfließen können und so weiter und so weiter. Also es soll auf jeden Fall eine neue Stufe erreichen in Sachen Bildqualität. Und ja, jetzt kommt das große Aber. Es wurde viel darüber gesagt, also die GTX 2080 ist halt gegenüber der 1080er Serie irgendwie knapp 10-mal so schnell, was diese Raytracing-Berechnung angeht. Die schaffen 10 Giga-Rays und die 1080 Ti schafft wohl 1.21 Giga-Rays, sogenannte Giga-Rays, die Berechnung dort für diese Raytracing-Kirmes. Da ist sie auf jeden Fall deutlich schneller, weil dafür gebaut und kann halt diese Bildqualität darstellen. Quasi wurde in dem Bereich der bisherige König der Desktop-Grafikkarten fürs Gaming wurde einfach mal zum alten Eisen gelegt und gesagt, ja, damit könnt ihr das getrost vergessen. Nvidia hat dann auch ein eigenes Framework ins Leben gerufen, so quasi Gameworks-like vermutlich, an welchem sich dann die Spieleentwickler bedienen können und dieses dann verwenden können und das sogenannte RTX aktivieren können. Also
in Shadow of the Tomb Raider, Battlefield 5 und Metro Exodus, was nächstes Jahr rauskommt. Das sind jetzt die drei prominenten Spiele, die sie genannt haben, wo das dann auf jeden Fall zum Einsatz kommt. Metro benutzt das wohl für die Beleuchtung selber, dass dann dort halt das Ganze einfach realistischer aussieht. Ne? Also wenn du so eine Hütte hast, wo nur der Sonnenstrahl reinscheint durch das Fenster, dass dann halt auch wirklich die Beleuchtung so ist, wie es in der echten Welt wäre. Ich generell finde, jawohl, es ist Zeit für Raytracing, es ist Zeit für endlich wieder spiegelnde Flächen und dergleichen, dass das wirklich akkurat ist und nicht gemogelt. Ja, also bestes Beispiel Rennspiel und man sieht die Motorhaube, wie schön sie glänzt und die Umgebung spiegelt sich halt auch irgendwie da drin, wenn man über die Rennstrecke heizt, aber das ist halt alles händisch gemacht und eigentlich ergaunert. Und diese Raytracing-Sache ist halt eine coole Sache für die Entwickler selber, weil es super viel Arbeit spart. Vorausgesetzt, sie müssen nur den einen Weg machen, aber sie müssen ja jetzt erstmal theoretisch zweigleisig fahren, weil bis die Raytracing-Kirmes sich durchgesetzt hat, vergeht ein bisschen viel Zeit vermutlich, weil diese neuen Karten werden halt sehr, sehr teuer. Man kann sie jetzt schon vorbestellen, 20. September kommen sie raus. Die 2070 ist schon vergriffen im Nvidia Store, die kommt irgendwie 649 oder 89 Euro, wenn ich mich nicht täusche. Die 1080 für 869 und die 2080, Entschuldigung, und die RTX 2080 Ti, welche dann auch wieder 11 GB Speicher hat, GDDR6 dieses Mal, die ist für 1259 Euro vorzubestellen. Alter Schwede. Für die Enthusiasten, die natürlich das Schnellste vom Schnellsten haben wollen, yo, go for it, haut rein. Für alle anderen, hier so eine kleine Anekdote aus der Hardware-Vergangenheit, wie ich sie selber erlebt habe. Damals gab es die GeForce 2, GeForce 2 GTS, GeForce 2 Ultra, später die GeForce 2 Ti nochmal als günstiger Ableger. Das war State of the Art, DirectX 7 Performance vom Allerfeinsten. Schnelle Karte, super Karte. Der Nachfolger, GeForce 3, hat Pixel Shader ins Leben gerufen. Wer erinnert sich noch an Elder Scrolls Morrowind, an das Quecksilberwasser, was uns damals die Kinnlade hat runterfallen lassen? Das wurde mit Pixel-Shadern berechnet. Pixel-Shader waren natürlich von da an fast nicht mehr großartig wegzudenken. Allerdings gab es zu Beginn auch nur eine Handvoll Titel, die das gemacht haben. Ne? Morrowind zum Beispiel. Und de facto war die GeForce 3 von ihrer Grundgeschwindigkeit her eigentlich nicht schneller als eine GeForce 2 GTS oder GeForce 2 Ultra. Und ich befürchte, dass es bei Turing GTX 2080 ähnlich verlaufen wird, dass die Karten bei dem Großteil der Spiele, die alle im Moment spielen, PUBG, was weiß ich nicht was, dass die Karten dort nur minimal besser abschneiden werden als GTX 1070, 1080, 1080 Ti. Das ist der fade Beigeschmack. Man erkauft sich ein zukunftsträchtiges Feature, welches aber tendenziell erstmal eine recht exklusive Kiste sein wird. AAA-Titel werden es supporten, weil sie gut mit Nvidia zusammenarbeiten und das als nettes Gimmick sehen. Ich meine, es soll einfach zu implementieren sein, aber es wird halt spannend sein, inwiefern das Verbreitung finden wird. Das ist halt ähnlich wie mit Gameworks, Hairworks und diesem ganzen Kram. Auf der anderen Seite natürlich sieht man dann seitens AMD dahingehend wohl erstmal überhaupt kein Land. Was wiederum halt für die Preise suboptimal ist. Ich selber bin sehr gespannt auf die Karten. Wollte einfach nur mal so ein bisschen die Gedanken loswerden diesbezüglich und natürlich euer Feedback lesen. Was denkt ihr von den Karten? Wie fandet ihr die Präsentation? Ich fand die Präsentation sehr gut. Vielleicht hat man ja diesen hundertprozentig technischen Teil ein bisschen kürzen können. Ist natürlich immer gut, um etwas Spannung zu erzeugen, um etwas Spannung aufzubauen. Aber ja, also eure Meinung interessiert mich da auf jeden Fall auch. Die möchte ich gerne in den Kommentaren lesen. Jetzt ist die Frage, wollt ihr Content zu den neuen GeForce-Karten, wenn sie am 20. September rauskommen, hier bei uns sehen? Ja oder nein? Weil davon möchte ich es eigentlich, ja gut, abhängig machen. Ich bin ja so als AMD-Fanboy verschrien und Nvidia-Pessimist und so. Aber ich bin natürlich ein technisch interessierter Mensch und die Karten werden mir richtig Pfeffer unterm Hintern. Und wird natürlich interessant sein,
wie ist denn der direkte Vergleich mit den Vorgängersachen? Ja, wollt ihr die Cracky-Meinung wissen, was die neuen GeForce-Karten auf dem Kasten haben? Es wird einen neuen Referenzkühler geben, was ich sehr begrüßenswert finde. Die Blower-Designs, also mit dem Radiallüfter, der die warme Luft direkt aus dem Gehäuse befördert, sind Geschichte. Und es kommen zwei Axiallüfter zum Einsatz, welche dann über eine Vapor Chamber arbeiten. Hochoffiziell ist auch die Founders Edition, also die Grafikkarte, die man im Nvidia Store bestellen kann, höher getaktet als die anderen Karten, die man kaufen kann, von MSI, Asus, Palette, EVGA, Zotac und wie sie alle heißen. Vielleicht greift da wieder die Overclocking-Schelle, wie bei der 1070 Ti, dass die Hersteller von Haus aus keine übertakteten Modelle anbieten dürfen. Durch Installation von Overclocking-Tools sind sie dann wieder übertaktet und so ein Kram. Aber es scheint mir fast so. Also vielleicht sind die Founders Editions auch ein bisschen selektiert, wer weiß das schon so. Wasserkühlungsfreaks holen sich sowieso die Founders Edition, weil EK Waterblocks entsprechend die Blöcke dafür macht und so ein Kram. Ihr merkt, ich öffne gerade zigtausend Fässer. Ist auch nicht meine Domäne. Ich habe mir keine Notizen gemacht, nur meine Gedanken im Kopf. Ich hoffe, ich habe alles zu Papier gebracht. Generell, ja, spannendes Thema, GeForce RTX 2070, 2080, 2080 Ti. Wollt ihr das sehen auf Ravioli? Vielleicht können wir ja noch Livestream machen. Das würde mich interessieren. Ich bin jetzt erstmal wieder raus, denn ich habe auch noch Hunger. Und ich sag mal, bis dahin. Danke fürs Einschalten. Ciao.